bin Robin von den Assi Guys und möchte euch heute ein bisschen von meinem Einstieg ins FPV-Thema berichten und auch meinen allerersten Akroflug mit einer FPV-Drohne zeigen. Der Einstieg ins FPV-Thema kann schwierig sein und da gibt es viel zu beachten. Ich selbst bin auch ganz neu dabei und wurde auch so ein bisschen von den ganzen Infos erschlagen, die man am Internet findet. Was soll ich jetzt nehmen? Analog? Digital? Was für eine Drohne nehme ich als erstes? Baue ich mir selber eine? Hole ich mir eine, die schon recht fertig ist? Und. Und hier möchte ich euch einfach mal zeigen, worauf ich dabei geachtet habe, was ich mir gekauft habe und welche Infos für mich wirklich wertvoll waren. Und da direkt ein erster Tipp. Wenn ihr shoppen geht, kauft euch die Funke zuerst, also die Fernsteuerung. Die könnt ihr nämlich am Rechner anschließen und damit in einem Simulator erstmal das FPV-Fliegen üben, also den Akro-Mode üben, um ein Gefühl fürs Fliegen zu bekommen, um überhaupt mal zu schauen, ob das Ganze etwas für euch ist, ob euch das Spaß macht, ob euch das liegt. Da könnt ihr nämlich nichts kaputt machen. Da könnt ihr dann so viel ausprobieren, wie ihr wollt. Und danach, wenn ihr weiter investiert, wenn ihr euch eine Drohne kauft und den ganzen Rest, die FPV-Brille und so weiter, könnt ihr die Funke direkt halt nehmen und damit dann durchstarten. Denn im Gegensatz zu einer DJI-Drohne, die praktisch von alleine fliegt, müsst ihr gerade im Akro-Modus bei so einer FPV-Drohne wirklich alles selbst steuern. Das heißt, da kann es schon schwierig sein, die Drohne an Ort und Stelle schweben zu lassen. Ja, schauen wir uns doch mal an, was ich hier Tolles gekauft habe. Als erstes die Fernsteuerung. Hier habe ich mich für eine TBS Mambo in der Ethics-Version entschieden. Einfach nur, weil ich mir Videos von Mr. Steel angeschaut habe und die Funke halt total geil fand. Ich bin sehr zufrieden, also beim ersten Flug hat alles super geklappt damit, im Simulator hat alles super funktioniert. Die Funke kommt ohne Akkus. Wir müssen noch zwei 3,7 Volt Lipos eingebaut werden, Lipozellen. Und dann kann das Ganze aber auch über USB Typ C geladen werden. Ich habe noch den TBS Crossfire Sender eingebaut. Ich habe mich für Crossfire entschieden, weil es nach Recherche im Internet die beste Plug-and-Play-Lösung ist. Auch das Binden, also das Binden der Funke mit dem Empfänger, klappt hier mit einem Knopf. Nachdem ich die Akkus und den Sender eingebaut habe, habe ich die Funke direkt an den PC angeschlossen und die neueste Firmware installiert. Darauf bin ich direkt im Simulator Liftoff durchgestartet und habe einige Flugversuche gewagt. Ich bin gefühlt an die 100 Mal abgestürzt und habe die Drohne wirklich in der Simulation sehr oft gecrashed. Aber der große Vorteil der Simulation, ich muss keine Akkus wechseln und ich kann nicht wirklich etwas kaputt machen. Denn macht euch nichts vor, ihr werdet mit der echten Drohne abstürzen. Und das nicht nur einmal. Das gehört einfach dazu, das ist so, man möchte immer mehr, man möchte immer weitergehen, man möchte immer näher an Sachen ranfliegen. Irgendwann passiert es, egal wie sehr man auch im Simulator übt. Also seid vorbereitet, habt zum Beispiel immer ausreichend Propeller da. Die sind Verschleißteil Nummer 1. Die Brille kennt ihr schon, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Mittlerweile habe ich hier einen Halter gedruckt, um das Akku zu verstauen, damit es nicht einfach dumm rumbaumelt. Ansonsten hat sich hier erstmal nichts getan. Wir sind nach wie vor die DJI FPV-Goggles in der Version 2. Als nächstes schauen wir uns die Drohne an. Beziehungsweise auch in der Szene FPV-Copter genannt. Den ersten Flug hat sie hinter sich. Das hier ist eine iFlight Nazgul Evoque oder Evoque F6X. Das bedeutet F6X, 6 Zoll Propeller und einen Rahmen in der X-Form. Ich habe mich hier für ein digitales Videosystem entschieden, also für die digitale Videoübertragung. Also quasi mit der DJI Air Unit, hier die Caddx Vista. Daher habe ich auch keine Probleme, das Ganze mit der DJI Brille zu verbinden. Aber viele FPV-Piloten fliegen mit einer analogen Bildübertragung. Das mal ganz kurz erklärt, bedeutet, analog hat eine schlechtere Bildqualität, aber eine deutlich niedrigere oder praktisch keine Latenz und ist auch günstiger. Die digitale Bildübertragung hat natürlich eine deutlich bessere Bildqualität, weil wir hier höhere Datenmengen auch übertragen können, hat aber eine höhere Latenz und ist teurer. Ohne da jetzt genauer drauf einzugehen, für mich steht die Bildqualität erstmal im Vordergrund. Analog ist aber natürlich gerade auch für richtige Freestyler oder Racer interessant, die einfach sehr, sehr flotte Reaktionszeiten brauchen. Dann noch ein paar Infos zur Drohne selbst. Hier sind sehr viele Druckteile aus TPU, die flexibel sind. Ansonsten haben wir ein komplettes Carbon-Frame, was sehr dick ist. Hier unten auch wieder TPU-Bumper. Das ganze Ding ist halt mega stabil. Also im Gegensatz zur DJI FPV-Drohne, die, sagen wir mal, für Anfänger nicht so geeignet ist. Denn man crasht häufig und crasht man die DJI, wird es entweder teuer oder die ist halt lange in Reparatur. Und man hat auch Angst, aufgrund des hohen Preises, die einfach zu crashen.
Da ist einfach so ein Copter deutlich besser geeignet. Wir fliegen auf 6S, also mit 6 Zellen Lipos, 22,2 Volt. Ich habe dazu von Tattoo die Airline-Akkus gekauft mit 1300 mAh. Die 1300 mAh bilden einfach so einen Sweet Spot zwischen Kapazität und Gewicht, denn man möchte ja hier natürlich möglichst Gewicht sparen, um ein besseres Flugverhalten zu garantieren. Als Motoren sind hier von iFlight die Xing 2 verbaut mit 1500 kV. Das bedeutet im Endeffekt, dass die gut Drehmoment haben, aufgrund der großen 6 Zoll Propeller halt auch den Anzug benötigen, da die natürlich deutlich träger sind beim Spin. Die KV-Angabe bedeutet im Endeffekt, oder gibt an, wenn ich 1 Volt elektrische Spannung an den Motor anlege, wie viel Umdrehungen der Motor macht. Das heißt, bei 1 Volt macht er 1500 Umdrehungen. Je niedriger der KV-Wert, desto mehr Drehmoment hat im Endeffekt der Motor. Ganz übertrieben und dämlich gesagt. Technisch ist es nur so halb korrekt, aber damit man halt so einen Richtwert hat. Niedriger KV, mehr Drehmoment. Die Nazgul ist ein BNF-Copter, also ein sogenannter Bind-and-Fly-Copter, also binden und fliegen. Gemeint ist das Binden der FPV-Brille, zum Beispiel mit der Air Unit oder die Funke mit dem Flight Controller bzw. mit dem Empfänger, der jetzt drin ist. Aber ganz so einfach ist das nicht, denn in meinem Fall, also ich musste als erstes die Air Unit überhaupt freischalten. Dazu musste ich die Air Unit per USB-C an den Rechner anschließen, das Akku anschließen, damit die Air Unit mit Spannung versorgt wird und das Ganze über die DJI-Software freischalten. Ganz wichtig, Tipp aus dem Internet, die Antenne der Air-Unit auf jeden Fall anbauen oder die Antenne für die Videoübertragung auf jeden Fall anbauen, um Beschädigungen zu vermeiden. Denn ohne Antenne kann es sein, dass die Air-Unit einfach zu heiß wird. Und in meinem Fall, weil ich keine DJI-Fernsteuerung nutze, musste ich noch den TBS Crossfire Nano-Empfänger in die Drohne einbauen. Zum Glück mussten nur 4 Kabel an die Empfängerplatine gelötet werden und schon konnte ich den Empfänger per Steckverbindung mit dem Flight Controller verbinden. Anschließend habe ich den Empfänger mit der Funke verbunden und fertig. Hier unten habe ich dann die Antenne des Crossfire-Empfängers eingebaut. Da ist schon von iFlight eine entsprechende Halterung angebracht. Oder als das soweit alles erledigt war, habe ich den Flight Controller auch wieder via USB Typ C mit dem Rechner verbunden und gewisse Grundeinstellungen in Betaflight, das ist die Firmware des Flight Controllers, getroffen. In meinem Fall war die Steuerung noch falsch belegt und ich musste die Achsen der Fernsteuerung richtig zuordnen. Außerdem habe ich die Schalter der Fernsteuerung noch mit verschiedenen Modi belegt, wie zum Beispiel das Scharfschalten der Drohne oder aber den sogenannten Angle Mode, also Winkelmodus. Bedeutet im Endeffekt nur, das ist eine kleine Hilfe für Anfänger, dass man am Anfang halt keine massiv fiesen Winkel mit der Fernsteuerung erreicht. Man kann zum Beispiel jetzt nicht den Copter komplett drehen. Das habe ich aber so belegt, dass man ihn dann halt ausschalten kann. Jetzt zeige ich euch mal meinen ersten Flug im Akkumodus. Nach ausreichend Stunden im Simulator ist er tatsächlich geglückt. Jetzt scharf schalten.
Propeller hat sich gelöst und hier ist ein bisschen Sand drin. Also nichts Wildes. Aber Feststellung, sollte auf jeden Fall irgendwie Druckluft zum Auspusten mitnehmen. Scheiße. Ja, aber ansonsten alles super. So, jetzt habt ihr gesehen, wie der erste Flug lief. Abstürze gehören einfach dazu, das hatte ich ja vorher schon erwähnt. An der Drohne ist aber zum Glück nichts kaputt gegangen. Die eine Mutter nachgezogen und zack, alles wieder heile. Wir sind jetzt alles nur ein bisschen oberflächlich angegangen. Die meisten Bauteile haben wir halt nur kurz erläutert. Wenn ihr aber gerne mehr dazu sehen wollt, wenn euch das interessiert, dann kann ich, das würde ich auch sehr gerne machen, zu den einzelnen Themenbereichen auch mal Tutorials machen. Also wirklich genau darauf eingehen, was man zu tun hat, warum man das zu tun hat und so weiter und so fort. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und dann hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis demnächst.